Ja, hallihallo, hier ist Chris Heimschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Genau, ich wollte noch kurz sagen, ich habe einen neuen Kanal. Heimschemeier Privat heißt der, wird hiermit gar nichts zu tun haben, sondern weiß ich auch nicht. Ich hatte irgendwie Lust, so Sachen, die in meinem Leben so sind, die auch vielleicht irgendwelche Videos, die jetzt zu dem Thema hier nicht passen. Oder weil ich gemerkt habe, dass scheinbar googeln viele nach dem Schmeier privat. Und genau, wie ich mein Leben so verbringe, da wollte ich, weiß ich nicht, völlig, also randommäßig vielleicht mal ein bisschen was hochladen. Aber wie gesagt, da werden keine Liebeschip-Videos laufen, die bleiben alle hier. Ja, heute haben wir eine Nachricht von einem Zuschauer her. Und ja, es geht um ein Dating, über so eine übliche Dating-Plattform. Und ja, für sich einstehen, soll man Leuten noch eine zweite Chance geben, oder beziehungsweise die versuchen zurückzukriegen und so weiter. Ja, hallo Christian. Ich habe ja dieses Video-Coaching bei dir bestellt. Folgende Situation: Ich habe eine Frau über eine ja, übliche Dating-Seite kennengelernt und wir waren 5 Monate zusammen. War auch alles super, bis ein bisschen die Luft raus war bei uns und sie sich getrennt hat. Also grundsätzlich empfehle ich da tatsächlich immer mein Buch zu lesen, weil muss ja nicht immer Bindungsangst sein, ne? Manchmal ist es auch so Polaritätsthemen oder ja, dass man so einen Übergang nicht so richtig hingekriegt hat. Es sind ja auch verschiedene Skills, Dating-Skills und Beziehungsskills. Das kommt manchmal in den Videos vielleicht ein bisschen zu kurz. Da empfiehlt sich wirklich sehr in meinem Buch, der Liebescode. Ja, ich bin leider immer noch total fertig nach 2 Wochen. Ja, ist ja auch verständlich. Grund ist angeblich, dass ich hier nicht eine gewisse Sicherheit bieten kann und wir zu verschieden sind. Also eigentlich gibt es immer vor allen Dingen einen Grund, warum Leute sich trennen, weil sie nicht mehr genug Gefühle haben. Also, das ist eigentlich meistens somit der einzige Grund. Und jetzt warum und wieso, kann ich natürlich, ich habe ja keine, hab nur mal eine kleine Glaskugel hier, kann ich natürlich auch immer nicht hundertprozentig sagen. Aber oft ist es. Ja, gut, ich will jetzt nicht gar nicht alle Gründe aufzählen, aber wo man immer gucken sollte, gerade als Mann, ist Polarität. Richtig, habe ich hier richtig den Hof gemacht, war ich zu needy. Aber letztlich heißt es einfach, jemand hatte nicht mehr so viel Gefühle. Das Problem ist jetzt immer, dass jemand ja, weil auch diese Frau will vermutlich nett sein und sagt dir nicht, du, ich habe einfach keine Gefühle mehr. Also, vermute ich, kenne sie ja nicht, ne? Und liefert dann Gründe. Dann denkt man, ist ja nicht so schlimm, wenn ich jetzt Gründe liefere. So, jetzt lieferst du dir die Gründe und jetzt denkst du, wenn du diese Gründe abstellen könntest, würdest du dich wieder daten wollen, aber das ist der falsche, meiner Ansicht nach, der falsche Ansatz, weil sie schlicht und ergreifend nicht mehr genug Gefühle hat, weil sonst wäre sie noch mit dir zusammen. Eine Frau, die total in dich verliebt ist, was meinst du, bei wie viel Sachen die unter Umständen hinwegguckt? Also, da ist es genau das gegenteilige Thema. Auch das ist ja immer wieder Thema hier auf dem Kanal. Wobei ich jetzt auch nicht sage, man sollte über alles hinweg gucken, aber das ist ja auch klar, das haben wir ja auch x-fach thematisiert hier. Also Grund ist angeblich, dass ich hier nicht eine gewisse Sicherheit bieten kann und wir zu verschieden sind. Sie hat allerdings auch noch erwähnt, dass sie sich nicht mehr so wohl gefühlt hat bei mir und nicht mehr entspannen konnte. Das sind alles Gründe. Hat mich aber trotzdem am Tag der Trennung noch geküsst. Ja, jetzt fängst du an, irgendwie Hinweise zu sammeln, aber übersiehst den Elefant im Raum, dass sie sich einfach getrennt hat. Punkt. Und das macht sie wohl nur, weil sie nicht mehr verliebt genug ist. Also, dann hat sie sogar geweint. Och, Leute, gebt nicht so viel da drauf, wenn mal jemand weint. Also, weißt du auch nicht, ob sie wegen dir geweint hat oder wegen sich selber. Es gibt sogar Menschen, die auf Knopfdruck weinen können. Also, ich will da jetzt nichts unterstellen, aber auch das Fakt ist einfach, dass sie sich getrennt hat. Sie ist in den 30ern und will auch bald eine Familie gründen, wie ich auch.
Da ich selbstständig bin, sieht sie es wohl als Risiko an, da sie sehr konservativ ist. Das ist meiner Ansicht nach kompletter Quatsch. Und weil also eine Frau, die dich wirklich lieben würde, die wäre stolz darauf, du selbst, dass du selbstständig bist und würde dich auch nicht in erster Linie jetzt als Versorgungsstation sehen. Also meiner Ansicht nach sind das alles Gründe und das weiß sie, glaube ich, auch. Aber das Blöde ist jetzt bei dir, dass du denkst, ich muss mich jetzt wieder beweisen, aber das ist das co-abhängige Thema. Ich muss mich wieder beweisen. Und das ist der falsche Weg, meiner Ansicht nach. Wie geht man es am besten an, wenn man noch eine Chance bekommen möchte? Ja, das ist immer so ein Punkt. Ich habe also den Impuls, mal so ein bisschen die Zügel anzuziehen jetzt zum Jahresende. Und ich habe das wirklich x-mal gesagt. Das ist so ähnlich wie mit den Dreiecken. Ihr könnt natürlich, ich weiß jetzt nicht, wer mir. Also jetzt dieser Name kommt mir schon bekannt vor, aber ich weiß natürlich nicht, wer mir schreibt. Ist das jemand, der zum ersten Mal bei mir auf dem Kanal ist, noch nicht lange da, der ist schon, ist er schon lange da? Das muss ich natürlich auch immer im Hinterkopf behalten. Aber ich habe schon x-mal gesagt, hört auf, Menschen hinterherzurennen. Und ich bin auch, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Es ist auch natürlich an euch zu überlegen, ob ihr das umsetzen wollt oder nicht. Aber wenn ihr es nicht umsetzt, wenn ihr dann immer wieder die gleichen Ergebnisse bekommt, ist es kein Wunder. Ich merke das auch heute auf Instagram, waren auch viele Fragen, es sind teilweise immer wieder die gleichen Fragen. Ich verstehe das auch und ich kann die auch immer wieder durchgehen. Und wie gesagt, vielleicht sind es ja auch Leute, die zum ersten Mal da sind. Nur ich weiß manchmal weiß ich gar nicht mehr, was ich noch sagen soll, weil das ist ja eigentlich immer die gleichen Antworten sind, ne? So, ja, wie geht man am besten um, wenn man noch eine Chance bekommen möchte? Das ist ganz einfach. Du sagst, melde dich, wenn du mich wieder daten möchtest. Das war's. Warum? Weil das, ja, die einzige, das Attraktivste ist, was man machen kann, zu sagen, hey, wenn du meinst, du musst mich hier in den Wind schießen, ja, ist dein Pech irgendwie. Also schade, dass du nicht siehst, was ich zu bieten habe. Und dann gehst du weiter. Das ist das Attraktivste, was du machen kannst. Und wenn überhaupt, also meine, ist mal die Frage, ob man so eine Chance überhaupt haben will. Aber wenn du meinst, du willst diese Chance haben, ist das die größte Wahrscheinlichkeit, dass du diese Chance wieder bekommst. Und nicht irgendwie rumgraben, hinterher. Und aber wenn ihr es trotzdem machen wollt, ich kann euch davon nicht abbringen. Nur wundert euch nicht, dass es nicht funktioniert. Auch wenn es in Filmen funktioniert. Es hat sonst alles mega gut gepasst zwischen uns. Sex war gut, Humor total auf einer Ebene. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt aus seiner Mail jetzt nicht sehen, was vielleicht schiefgelaufen ist. Da muss man, ich würde da immer erstmal auf Polaritätsthemen gucken. Aber es muss auch gar nichts mit dir zu tun haben. Vielleicht, das ist ja auch das Problem, dass solche Dinge gehäuft passieren, wenn man auf Partnerschaftsbörsen datet. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, wenn mir wieder welche schreiben, ja, ich habe aber meinen Mann da kennengelernt. Ja. Aber das Risiko ist höher, dass man in solche Stories kommt. Und du weißt es nicht, vielleicht hat sich jemand anders noch kennengelernt. Man weiß es nicht, weil die Menschen sagen häufig nicht, warum sie sich exakt getrennt haben, weil sie einem nicht wehtun wollen. Und keine Ahnung. Na? Soll ich ihr nochmal verständlich machen, dass ich ihr die Sicherheit bieten kann? Nein. Wir waren beide auf jeden Fall verliebt, das steht außer Frage. Nein, sie waren nicht mehr verliebt jetzt hier. Sicherlich war sie am Anfang verliebt. Aber 5 Monate ist ja auch mal was. Aber das ist jetzt genau die 200-Tage-Grenze, wo das Verliebte eben nochmal übergehen muss in eine richtige Beziehung. Und das hat scheinbar nicht geklappt, ne? Aber wie gesagt, du kannst jetzt bei dir gucken. Aber es kann auch gut. Es ist wirklich schmeißende Münze. Es kann auch sein, dass es überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Fakt ist, sie ist jetzt nicht mehr verliebt in dich. Deswegen finde ich es einfach nur mega schade, der Sache keine zweite Chance zu geben. Ja, du guckst aber nur auf dich. Sie will nicht mehr. Punkt. Ich habe mich bis jetzt noch nicht gemeldet bei ihr, da ich erstmal emotionalen Abstand gewinnen will und eine gewisse Kontaktsperre halten will. Ist das sinnvoll mit der Kontaktsperre und sie könnte vielleicht auch anfangen, mich zu vermissen nach einer gewissen Zeit? Ja, Leute, lest mein Buch, ey. Es kostet 16,95 €. Ist doch echt überhaupt keine Investition. Steht alles drin. Auch in den Videos ist es drin. Also nicht melden, aber auch nicht blocken oder so. Es gibt ja auch keinen Grund hierfür, sondern einfach sagen, melde dich, wenn du mich wieder daten willst. Ich finde es schade, ich würde gerne weitermachen. Mehr musst du nicht machen. Vor allem, wenn ihre Elite-Partner-Dates nicht so gut laufen, lauf ihr nicht hinterher.
Was ich auch noch komisch finde, sie war direkt nach der Trennung wieder jeden Tag bei Elite-Partner online. Ja, aber das sind alles Sachen, die euch auf diesen ätzenden Börsen passieren. Aber wenn ihr es unbedingt da daten wollt, macht es. Also ich kann da niemand von abhalten. Und vor allen Dingen, wenn eure Intuition das sagt, ihr solltet das machen, dann macht es ruhig. Aber guckt wirklich, ob es die Intuition ist oder ob es irgendwie so ein, ja, negative Gedankenmuster sind, ich bekomme niemand und was weiß ich irgendwie. Oder ich kann nur da jemand kennenlernen und so weiter. Aber das ist so ätzend. Und vor allen Dingen solltest du das gar nicht wissen. Sie ist getrennt. Sie darf jetzt machen, was sie will. Ist ihr gutes Recht? Ja. Und du solltest es auch gar nicht überprüfen. Sie hat mich also so schnell abgehakt und könnte es einfach nur eine Art der Ablenkung, Verdrängung sein. Ist es wurscht? Schmeißen eine Münze? Ich weiß es nicht. Fakt ist, sie ist nicht mehr verliebt in mich. Was lustig ist, sie hat sogar zu mir gesagt, dass sie alleine zufrieden ist und auch alleine für sich klarkommt im Leben. Ja, und trotzdem können sich Menschen verlieben und dann wollen sie nicht mehr alleine sein, ja. Wie baut man so ein Gespräch am besten auf? Da kann ich dir ehrlich gesagt nicht helfen, weil ich so ein Gespräch komplett ablehne eigentlich. Ja. Wenn du jetzt unbedingt nochmal mit ihr reden willst, man, sie hatte ja eigentlich die Gründe geliefert, also was soll ein Gespräch da bringen? Aber wenn du unbedingt noch ein Gespräch mit ihr führen willst, dann frag sie die Sachen, die du wissen willst. Und wenn du mich fragst, was ist denn der beste Trick, sie zurückzukriegen, Trick, in Anführungsstrichen, würde ich sagen, ja, gar nichts machen. Nichts. Das ist das Attraktivste. Ich habe ja am Tag der Trennung gesagt, dass ich mich nochmal melden werde, wenn ich das Ganze verarbeitet habe. Ja, kann ich nur vehement von abraten. Und es hat auch nicht mal was mit toxischer Beziehung oder so zu tun. Vor allem, wie sind so deine Erfahrungswerte bei diesen Geschichten? Lest mein Buch! Aber ja, mein Erfahrungswert ist tatsächlich, dass es am besten ist, genau das zu tun, was ich gerade gesagt habe. Und manchmal melden sie sich wieder, manchmal nicht. Es ist ja nichts Gravierendes vorgefallen, sag ich mal. Ja, das ist alles dein Kopf, dein Ego. Nochmal, Fakt ist, sie ist nicht mehr verliebt in dich. Und warum, wieso, das manchmal wissen Menschen auch nicht, warum sie. Ich meine, das ist ja der Punkt, wo die meisten Beziehungen auseinandergehen nach 5, 6 Monaten. Wenn sie auseinandergehen, wenn sie darüber laufen, dann gehen sie auch oft lange weiter. Vielleicht weiß sie es selber nicht. Also gerade Frauen oder aber Männer auch wissen manchmal nicht, warum sie nicht mehr verliebt sind. Sie wissen es nicht. Was soll sie dann sagen? Ich weiß es nicht. Oder und, ja, dann liefert sie diese Gründe. Aber nach und nach war ich vielleicht auch etwas zu needy. Ja, das fürchte ich auch, ehrlich gesagt, wenn ich das so lese hier. Wie gesagt, ich würde immer erstmal bei der Polarität gucken, was die Unterbewusste auch gemerkt haben könnte und deswegen die Anziehungskraft geschwunden ist. Aber auch wenn du an deiner Neediness arbeiten wollen würdest, ist das Beste, sich nicht zu melden. Es ist immer die beste Option. Leider kreist bei mir auch dieser Gedanke, sie ist die einzige Frau für mich, es gibt keine bessere. Ja, du schaffst dir damit eine Realität. Tut mir, ja. Ist total menschlich, ist verständlich. Verstehe ich total. Nur damit schaffst du genau diese Realität. Warum denkst du nicht, hey, da kommt was Besseres? Ich weiß, es ist schwer, es ist ungewohnt, aber offensichtlich ist sie nicht die Richtige für dich, ne? Da die Erfolgschancen auf Elite-Partner und Richtige zu finden, gefühlt ultra gering sind. Ja, ich kann das nicht von Herzen empfehlen, aber wenn eure Bauchgefühl sagt, da zu daten, ja, dann müsst ihr da durch. Und ich nach 20 Dates erst eine Frau hatte, wo es super gepasst hat. Ja, sei dankbar, dass du so eine schöne Zeit hattest. Ich weiß, es ist hart jetzt, aber sei dankbar, dass du 5 schöne Monate hattest. Und jetzt geht's weiter. Wir leben hier in einer Dualität, da geht nicht immer alles glatt, ne? Oder zumindest gibt es nicht immer nur schöne Gefühle. Wie gehe ich am besten damit um? Ja, immer die gleichen Tools. Bänder trennen. Rote Kreuzübung, Modul 0 und Next. Abhaken. Meine Herangehensweise wäre es, ihr einfach nochmal offen zu sagen, dass ich noch nie so eine schöne Zeit mit einer Frau hatte. Das weiß sie. Ich allerdings auch gemerkt habe, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so locker war. Das ist total needy, wenn du sowas sagst, weil wir uns nicht genug geöffnet haben gegenseitig. Ich würde es gerne mal mit dir versuchen, falls du irgendwas brauchst von mir, damit wir es nochmal ganz entspannt angehen können, sag es mir einfach. Ich kann da nur vehement von abraten, das zu machen. Das Thema Sicherheit sehe ich komplett anders als du. Ich habe mir durch meine Selbstständigkeit schon eine gewisse finanzielle Grundsicherheit aufgebaut. Du musst niemanden überzeugen, dass du gut genug bist. Niemand. Du bist es einfach.
Du bist einfach gut genug. Aber das musst du auch glauben. Dann kann auch das Universum dir das spiegeln mit jemand, der es auch nicht mehr bewiesen haben will von dir, ne? Ich bin immer in der Lage, mit was Neues aufzubauen. Bei einem normalen Job ist man auch immer vom Start und von der Firma. Ja, das müssen wir jetzt gar nicht diskutieren hier. Ich sehe das genauso wie du. Aber willst du sie jetzt im Gespräch überzeugen, dass sie dich weiter datet? Das geht auch um Emotionen hier. Weil angenommen, sie sagt, im Moment sehe ich da keine Chance. Wie kann man am besten kommunizieren, dass Freundschaft gerade nicht drin ist? Ja, indem du dich nicht meldest. Ich mir allerdings zu einem späteren Zeitpunkt durchaus vorstellen kann, nochmal in Kontakt mit dir zu treten. Ach, lass es, wirklich, lass es, lass es, lass es. Mein Hintergedanke dabei ist, sie hat oftmals sowas gesagt wie, im Moment passt es vom Zeitpunkt einfach nicht. Ja, deswegen kann sie sich ja melden, wenn sie meint, es passt wieder. Und vielleicht bist du noch zu haben, vielleicht nicht. Deswegen denke ich mir, okay, vielleicht passt es ja in 6 Monaten oder in einem Jahr wieder, falls ich denn überhaupt noch das Bedürfnis habe, sie zu daten. Ja, und selbst wenn du dich in 6 Monaten oder einem Jahr wieder melden willst, dann musst du dich ja bis dahin nicht melden jetzt oder musst dir das auch nicht sagen, dass du das planst. Du kannst ja jetzt sagen, melde dich wieder, wenn du Lust hast, mich zu daten. Und wenn du dann partout in 6 Monaten Lust hast, dich zu melden, kannst du es ja machen. Aber das musst du sie jetzt nicht drüber informieren. Wie soll sie dich denn so vermissen, richtig, ne? Und kann man auch eine Freundschaft haben, wenn man mit dem Thema emotional komplett abgeschlossen ist? Oder geht das? Na, nein, nein, nein! Leute, bitte lest mein Buch! Bitte, 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 bitte! Es kostet nur 16,95 €. Keine Freundschaft. Aber selbst in Videos ist das alles drin. Ich sag's aber gerne auch nochmal, nein, du möchtest nicht mit jemandem befreundet sein, mit dem du Sex haben willst. Das ist furchtbar. Dann wird dir diese Person sagen, ich habe jemand Neues kennengelernt, du bist so toll im Bett und du hast nur Schmerzen. Natürlich, wenn ihr unbedingt irgendwann oder auch gerade bei unteraktivierten Beziehungen immer dann noch, natürlich kann man theoretisch mit Partnern befreundet, also auch mit Ex-Partnern befreundet sein, aber meistens lügt man sich da in die Tasche und wenn, dann entwickelt sich das aus unteraktivierten Beziehungen, die so ganz langsam im beidseitigen Einverständnis auseinandergegangen sind und nicht unbedingt auch sowas wie hier, wo du noch total scharf auf sie bist, so, ne? Hoffe, ich war nicht so hart. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.